Ja, hallo Leute, willkommen. Also, wir haben heute wieder wöchentliche. Gibt einen Fallenverbesserer. Das ist selten. Das sollte man sich auf jeden Fall holen. Dann haben wir in. Ne, wo haben wir es? Überlebe die Horde. Da gibt es wieder was Neues. Und zwar schließe die letzte Herausforderung von Vorspulen ab. Da gibt es einen Spray Kopfstein. Dann gehen wir zu dem Shop selbst. Die Donnerwetterbüchse ist wieder drin. Die ist sehr, sehr stark. Kann man sich auf jeden Fall holen. Dann Seewolf Jonesy erhöht den Schaden von Schockwelle um 55%. Und als Kommandant zusätzlich wird Schockwelle direkt nach dem Einsatz ein zweites Mal ausgelöst. Das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir hier. Oh, der ist drin. 8-Bit-Demo, der ist selten drin. Explosionswaffen verbrauchen bei jedem Schuss mit einer Chance von 20% keine Munition oder als Kommandant 40%. Das ist sehr gut. Das ist der einzige mit dieser Fähigkeit, den solltet ihr euch mitnehmen. Legendäre Kraftwellen, da gibt es heute sehr, sehr viele. Stück war auf jeden Fall gut. Wenn man sich was für 100 holen will, kann man auf jeden Fall 200 zuschlagen. Dann war ich immer mit Sarah. Wenn du Nahkampfschaden zufügst, erhältst du einen Attentatstapel. Maximal 5-mal stapelbar. Attentat hält 5 Sekunden und erhöht den Nahkampfschaden um 4,5%. Was ist denn da? Ich komme nicht. Ah, das gleiche, aber Nahkampfschaden wird um 18% erhöht, das ist viel. Und Zoom geht eigentlich, verzieht aber nur im Rückstoß. Ist eigentlich okay. Stromsplitter, was mit? Also Storms, auch. Jetzt eine Flasche können wir auch mitnehmen. Und eine Regentropfen. Und natürlich Futterfix. Ja, das war's. Also heute ist ziemlich viel Gutes drin. Kurz vor Ende der Season. Ich kann machen. Okay, bis zum nächsten Mal.